sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Angelegenheit des Mu'min bewundernswert ist. Des Mu'min, al-Mu'min, damit ist gemeint, des Mu'min, der vollkommen und vollendet in seinem Iman ist. Denn diese Eigenschaft, die hier erwähnt wird, findet sich nicht in jedem Mu'min. Auch wenn sich yani, teilweise befinden, teilweise hat jeder Mu'min diese Eigenschaften, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam redet von dem vollkommenen Zustand, der bewundernswert ist. Und zwar sind das zwei Eigenschaften, die er hier erwähnt. Der Dank und die Geduld. Ash-Shukru was-Sabr. Der Dank und die Geduld. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass diese Eigenschaft nur der Mu'min teilt. Und er nennt das diese zwei Eigenschaften sind besser als das. Der Dank und der Sabr sind besser als die Dinge, die es ausgelöst haben. Was löst den Dank aus? Eine Gnade, eine Ni'ma. Also der Prophet sagt hier, in asabathu sarra shakara fa kana khayran lah. Wenn ihn eine Gnade, ein Heil, wenn er von Heil und Gnade betroffen ist, dann ist er dankbar, er dankt. Und dieser Dank ist besser für ihn. Dieser Dank ist besser für ihn als die Gnade, die er erlangt hat. Der Grund, warum dieser Dank besser ist, weil der Dank mündet und endet zu einer weiteren Gnade in der Akhira. Und ebenfalls sagt er, wenn ihn Unheil trifft, wenn er von einem Schicksalsschlag betroffen ist, dann ist er geduldig und dies ist besser für ihn. Ja, diese Geduld ist besser für ihn. Die Geduld, der Lohn der Geduld ist besser für ihn als das, was ihn eben das Unheil, das ihn getroffen hat. Also haben wir hier zwei Eigenschaften: Ash-Shukru ala ni'ma wa sabr ala niqma. Der Dank bei den Gaben Allah Ta'alas und Geduld bei den Heimsuchungen und Prüfungen.